Hallo meine Lieben, ich glaube herzlich willkommen zu einem neuen Video, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben es jetzt Mittwoch, den 31., nee, den 29., fast, nein Spaß. Genau, heute ist wieder Maßnahme und jeden Tag eigentlich. Diese Woche ist halt ein Tag frei, also am Donnerstag und am Freitag müssen wir wieder hin. Zumindest mal schauen, ob da jemand kommt. Zumindest von den Teilnehmern. Vielleicht nicht alle, das weiß ich. Manche feiern ja Vatertag und am nächsten Tag sind sie dann halt wahrscheinlich, ne, vielleicht nicht da, aber mein Gott. Ne? Ich gehe auf jeden Fall hin, weil ich hoffe inständig, wirklich, dass am Freitag entschieden wird, wie es jetzt weitergeht. Weil wenn es jetzt so weitergeht wie jetzt, ja, wie soll ich das sagen, also lerne ich schon was, natürlich, also ich gehe jetzt nicht umsonst dahin, nicht mehr, aber es ist immer noch so, dass ich jetzt für den Beruf, den ich gerne erlernen möchte oder zumindest die Umschulung, die ich machen möchte, also nichts lerne. Ne? Also montags, dienstags und freitags ist halt eine ganz tolle Lehrerin da, wirklich, mit der anderen Maßnahme, ich habe aus Versehen den Namen gesagt, das hatte ich halt ganz kurz geschnitten, ja, also nicht den Namen der Frau, sondern der Diskurses, mein Gott, ja, genau, die ist sehr, sehr nett und auch sehr gut. Aber die ist halt leider nicht jeden Tag da. Also beispielsweise heute ist sie nicht da. Diesen Freitag auch nicht. Naja, was soll's, ne? Aber, genau. Ja, weil es ist so, ich gehe da gerne hin. So ist es nicht. Aber ich möchte gerne halt, dass es auch was nützt, ne? Weil, klar, viele werden sagen, so eine Maßnahme nützt generell nichts. Aber ich finde schon, dass es was nützt. Aber na gut. Schwamm drüber. Ich werde mich jetzt fertig machen mit Schminken und dann werde ich losgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wo wir dann gefahren sind. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wenn nicht, dann kommt es jetzt. Aber gleich. Bis nachher. Ja, vielleicht vergesse ich es ja. Ich habe ja mich informiert, zumindest, oder schon länger informiert, Thema Magenbypass oder Magenverkleinerung in dem Sinne und war bisher immer der Meinung, dass ich das nicht möchte. Aber ich habe jetzt einen Termin gemacht beim Erstgespräch bei diesem Arzt da hier in Hameln. Genau. Und mal gucken, vielleicht. Ja, ich lasse mich einfach informieren. Und dann müsste man ja auch MMK, ne, erst machen. Weil mein BMI noch unter 50 ist. Da wenn man, ich habe es so verstanden, dass wenn man ein BMI hat unter 50, dann muss man diese MMK machen. Und wenn man über 50 hat, kann es so sein, dass man die MMK nicht braucht, aber oder verkürzt bekommt, aber ich bin noch unter 50 BMI und deswegen, ja, muss ich ja diese MMK machen. Das ist auch gar nicht so schlecht, das ist Ernährungsberatung und Sportprotokoll, ja, und dann halt noch Psychologen, ne? Dass man halt keine psychischen Erkrankungen hat, damit das Übergewicht bleibt, also sowas wie Bulimie oder irgendwas mit Eating, also ich weiß nicht, wie es hier, dass man sich voll frisst, isst, ja, Fressattacken hat, dann nützt es ja auch nichts, weil wenn man dann Magenbypass oder was auch immer bekommt, Magenverkleinerung in dem Sinne, weil man isst sich ja dann voll und oder Bulimie, spuckt das wieder aus, dann nützt es ja auch nichts, finde ich persönlich, also ist es ja auch so. Ja, viele sagen, also ich habe viele Meinungen schon gehört, also genau, also es ist wirklich unentschieden. Also viele sagen, es bringt was, viele sagen, lass das bloß sein, danach hast du noch mehr Probleme als vorher.
Aber gut, im Internet, was beispielsweise die YouTube-Videos machen, da ist immer alles positiv. Außer bei einer, aber trotzdem. Weil ab einem bestimmten Gewicht ist es halt noch schwerer abzunehmen. Klar, manche schaffen das auch, aber ob das halt stimmt oder das nicht stimmt, hier mit dieser Nicole Jäger, der hatte mal fast 300 Kilo gewogen. Ob das jetzt stimmt, dass sie so viel gewogen hat, weil weiß man auch nicht hundertprozentig, weil ja, Beweise, Fotos gibt es ja nicht so richtig, sondern nur einmal, wo sie 200 irgendwas gewogen hat. Aber man weiß es nicht. Ich vertraue Menschen jetzt nicht mehr so dolle, weil wenn ich jemanden verdenke, oh, den kann ich was anvertrauen, zack, ist es gleich wieder woanders. Und eine höhere Distanz, das ist auch immer so ein bisschen enttäuschend. Muss ich aufhören. Muss ich mir erst mal den Lippenstift drauf machen und dann muss ich auch los. Ich muss ja noch mal ganz kurz nach Lidl zuerst. Flaschen wegbringen. Genau. Meine Lieben, bis gleich. So, meine Lieben, wir haben es jetzt Mittwochnachmittag. Nach der Maßnahme, gleich ist 3 Uhr. Ja, wir haben jetzt, wir haben herausgefunden, uns wurde gesagt, dass wir Freitag auch frei haben. Also haben wir Donnerstag und Freitag frei. Genau. Weil eigentlich war ja geplant was anderes. Aber das ist halt wieder, ist halt so, mein Gott, ne? Ja, ich zeige euch jetzt das, was ich eingekauft habe. Ist besser. Habe ich einmal hier Salami. Dann mache ich eine Gemüsepfanne mit Rinderhackfleisch, aber Light-Variante. Da habe ich Frühlingszwiebeln, richtige Zwiebeln habe ich noch hier, 1,5 Kilo. Dann habe ich hier Knoblauchgranulat. Dann habe ich hier so einen kleinen beim Mittagessen, und zwar Hähnchen-Wrap. Dann habe ich zweimal Brötchen, einmal die 6er Variante, die kleinen, und einmal die großen. Dann war im Angebot Blätter für 88 Cent, 10% noch gratis, also. Dann habe ich hier einmal Paprika-Mix. Und dann habe ich hier Kresse, zweimal in so einer Tüte. Ja. Dann habe ich hier, wie heißt das denn? Radieschen, genau. Dann habe ich hier einmal Chips, Western Style. Frag mich nicht, wie teuer die waren, weiß ich jetzt nicht. Dann habe ich hier Katzenbutter natürlich, nass. Muss ich aufpassen, ich habe sie aus der Tüte rausgepackt. Muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass die alles in meinem Bett gleich sind. Dann habe ich hier, wie gesagt, Dattel-Cherry-Tomaten. Ich habe noch welche. Habe ich erst jetzt gerade überlegt. Aber naja, Gott. Ich packe die alle in diesen Topf da. Genau. Hier habe ich einmal Salami. Die teure Salami. Einmal so Baguette-Salami. Was liegt da? Ja, Frankreich. Frankreich. Und dann habe ich hier Rinderhackfleisch zum Braten, die Light-Variante. 400 Gramm statt 500, mein Gott. Es sind aber wirklich weniger Kilokalorien. Also pro 100 Gramm sind 188, und bei dem anderen wären 260 ungefähr. Ja. Ups. Dann habe ich einmal Suppengrün gekauft. Das kommt auch in den Topf. Genau. Dann habe ich 1,5 Kilo Zucchini, genau. Und dann einmal halt noch Hähnchen-Grillis, Klassik. Die friere ich aber gleich ein.
Genau. Das war der Einkauf, den kurzen Einkauf, der war auch nicht teuer. Ich hätte Wasser gekauft, natürlich. Genau. Das werde ich jetzt alles wegtun und den schnibbeln. Mal gucken. Ja, ich nehme euch mit damit. Hallöchen, meine Lieben. So, wir haben es jetzt leider schon Samstag. Nee, Quatsch, Freitag. So fast wie Samstag. Und ja, genau, ist unten Mäuschen. Ja, die Woche war anders als andere Wochen, auf jeden Fall. Mittwoch Nachmittag habe ich eine E-Mail bekommen. Warte mal ganz kurz. Komm mal her. Hier, guck. Hier. Hier ist es. Hier oben. Ich spiele gerade mit meiner Katze. Ich wundern. Ja, wie gesagt, am Mittwoch war das ja so, dass ich um 15 Uhr irgendwas eine E-Mail bekommen habe. Und vorab war das bei der Master am Mittwoch so ein bisschen komisch. Es war anders. Es war so ein bisschen verhaltene Situation. Und ich habe gedacht, ich hätte etwas falsch gemacht. Das denke ich aber oft, das denke ich schnell. Also ich denke immer sehr schnell, dass ich etwas falsch gemacht habe, weil Menschen mich dann so anders angucken und dann so anders behandeln, als anstatt wie sonst. Und wie gesagt, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Person, dass für mich die Maßnahme jetzt beendet ist. Also ich muss da nicht mehr hin zu der Maßnahme. Nur jetzt ist für mich persönlich so, ich habe die Person auch gefragt, ob ich was falsch gemacht habe, weil ich habe da ich habe ja im Internet auch erzählt, dass eigentlich das nichts Schlimmes erzählt, sondern nur, dass ich persönlich finde, dass ich bei der Maßnahme nichts lerne und dass sie mir nichts weiterbringt. Also Englisch lernen kann ich auch zu Hause. Oder, ja, ist so leider so, ne? Und dass es ein bisschen chaotisch ist. Und mehr habe ich nicht gesagt. Und jetzt habe ich aber, ihr kennt mich, ich habe jetzt wirklich Schiss. Ja, wieso eigentlich? Aber ja, dass ich irgendwie was falsch gemacht habe und dass ich jetzt Ärger bekomme. Aber das bin ich. Ja, das ist normal für mich persönlich, dass ich Schiss habe. Und eigentlich braucht ihr das vielleicht auch gar nicht, weil der Termin bei der Person, die das geschrieben hat, habe ich am Dienstag oder Mittwoch, Donnerstag, also zumindest das nächste Woche auf jeden Fall, habe ich den Termin, der bei der Person. Und aber trotzdem, also bis zu dem Termin bin ich sehr, sehr hibbelig. Also ich habe ein bisschen Schiss davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja,
eigentlich ist es nicht schlimm, aber irgendwie schon. Ich weiß es auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ja, das wollte ich auch noch berichten. Also ich muss jetzt nicht mehr zu der Maßnahme. Und mal gucken, ob es die nächste gleich kommt oder erstmal ein bisschen länger. Genau. Etwas anderes habe ich noch im petto. Also zumindest, was ich mir gerade überlegt habe schon zig Monate, schon überlege und jetzt in Anspruch nehme oder zumindest wahrnehme. Aber das erfahrt ihr, glaube ich, im nächsten Video oder in einem extra Video. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Meine Lieben, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, schönes Wochenende. Genau, wir haben es ja Freitagabend, Nachmittag, was auch immer. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!